zweiten Mal fand das Barcamp Erfurt Junge Medien statt. Und wieder bewiesen Akteure aus Wissenschaft, Medien und Technologie, wie innovativ und vielfältig sie am Kindermedienstandort Erfurt aufgestellt sind. Herzlich willkommen zum Barcamp Erfurt, die zweite Ausgabe. Ich freue mich, dass ihr alle da seid. So begann am Samstagmorgen das Barcamp mit einer kurzen Einführung und der üblichen Vorstellungsrunde. Hallo, ich bin Sebastian. Meine Texte sind Barcamp-Kreation und Konzeption und Stimmtraining. 13 bekannte Treffen. Video. Perlmühle. 3D-CAD, ich habe noch Verbrennung und Brennwasser. Webentwicklung. Film und Bier. Locker offen und KJM-Studentin. Barcamp Erfurt, Freifunk und Hackerspace Erfurt. Bei der anschließenden Sessionplanung wurden dann nur die Themen auf die Agenda gesetzt, die die Teilnehmer selber mitgebracht haben. Wissen geben, Wissen nehmen lautet die Devise der nur durch Sponsoren finanzierten Veranstaltung. Statt reinem Frontalvortrag und vorbestimmten Redeinhalten ist ein Barcamp durch Themenvielfalt, offene Diskussion und den Verzicht auf Fachchinesisch geprägt. Ein besonderes Highlight war, dass der diesjährige Schirmherr Ralf Kaspers live nach Erfurt zugeschaltet wurde. Er berichtete unter anderem von den Erfahrungen seiner Kinder mit Online-Spielen. Da habe ich, wie gesagt, das ist eigentlich eine Abzocke, weil klar, es ist kostenlos und es macht bestimmt auch Spaß, die ersten Runden zu spielen, aber dann wird es nämlich richtig teuer, weil du kannst nicht alle Autos dir frei spielen, sondern musst die frei kaufen. Und die haben es trotzdem runtergeladen natürlich, haben es dann aber ziemlich schnell gesehen, dass tatsächlich alles mögliche Geld kostet. Und da war dann der Spaß in den Spielen relativ schnell wieder weg, weil die hatten im Grunde schon die Aufmerksamkeit dafür, dass sie eben für alles Geld ausgeben müssen und dass es doch nicht kostenlos war. Die Teilnehmer konnten Fragen stellen und mit Ralf Kaspers über den pädagogischen Mehrwert heutiger Fernsehformate diskutieren. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Leute, die Erwachsenenfernsehen machen, einfach auch Angst davor haben, als unseriöse Spielkinder verschrieben zu werden, weil sie vielleicht genauso ein Beispiel gemacht haben mit dem Mausefallen und den Tischtennisbällen. Das Barcamp Erfurt Junge Medien ist und bleibt eine wichtige Plattform zum Austausch von Wissen und Erfahrungen in Mitteldeutschland. Vielen Dank. Und, bis zum nächsten Mal.